Howdy-ho, hier ist Werkbefehl, heute mit einem Review zu Apostle. Ja, Apostle, der neueste Film von Gareth Evans. Und Gareth Evans ist ja eigentlich gar nicht so im Horrorbereich zu Hause. Die meisten kennen ihn halt durch seine The Raid-Filme. Vielleicht auch noch durch Merantau, sein, wenn mich gar nicht alles täuscht, Erstling. Ja, mit den The Raid-Filmen hat er natürlich dem Action-Kino wirklich zwei absolute Highlights beschert. Und auch Merantau ist ziemlich gut gelungen. Ich weiß nicht, Gareth Evans scheint so ein bisschen seinen eigenen Kopf zu haben. Seine Filme haben jetzt auch einen Trend ein bisschen losgetreten wohl in Indonesien. Wenn man sich jetzt anschaut, was Timo Tjanto jetzt auch für Filme dreht, das ist ja quasi ein bisschen basiert auf dem, was Evans mit The Raid losgetreten hat. Kompromisslose Actionfilme, und wie kommt man dazu jetzt zu einem Period-Horrorfilm? Naja, anscheinend brauchte Evans da ein bisschen mal was anderes zu tun, deswegen wurde The Raid 3 auch erstmal auf Eis gelegt. Kann ein Regisseur auch gar nicht verübeln, dass er mal was anderes möchte. Ne? Manche Leute, die bleiben die ganze Zeit in ihrer Comfortzone und irgendwann merkt man, dass die Filme auch anders sind, da vielleicht ein bisschen Leute vielleicht, ich nenne es mal, faul werden. Ne? Nichts mehr wagen. Und deswegen dieser Schritt von Evans natürlich schon mutig. Naja, worum geht's in Apostle? Wir folgen dem ehemaligen Missionar Thomas Richardson, gespielt von Dan Stevens, der auf ein walisisches Eiland muss, um seine Schwester aus den Klauen einer Sekte zu befreien. Das klingt erstmal ein bisschen doof. Nun gut, sie ist nicht der Sekte beigetreten, also sie wurde entführt, um Lösegeld zu erpressen. Er tut so, als ob man konvertiert wäre und kommt mit ein paar anderen Neuankömmlingen da halt an und erlebt erstmal, was mit dieser ganzen Sache auf sich hat. Hat wohl ein bisschen was von einem Blutkult, das mit Blutopfern, die erbracht werden, um irgendeine Göttin zu befriedigen, damit das an sich unfruchtbare Land gedeiht. Gut, soweit erstmal nichts Besonderes. Ich will hier gar nicht weiter auf die Handlung eingehen, weil es schon noch ein paar Kleinigkeiten gibt, wo man dann vielleicht ein Aha-Erlebnis hat. Kommt auf jeden Fall noch einiges. Aber zum Film an sich, man muss ein bisschen sagen, eine große Stärke, die The Raid hatte, ist, dass er natürlich sehr schnörkellos war, sehr direkt war und ich sag mal, sehr viel Crunch, aber wenig Fluff hatte. Ne? Also sind wir ehrlich, das kann man bei The Raid wirklich nehmen. Es war sehr viel Knochenbrecher-Action, blutige Shootouts, wenig Handlung und auch sehr wenig, ich sag mal, Speck. Sehr wenig Szenen, die man hätte trimmen können. Das ist ja heutzutage gerne mal ein Problem bei Filmen, dass sie gerne mal ein paar Minuten länger dauern, als sie es eigentlich müssten. Das trifft Apostle, muss man sagen, ein Stück weit auch. Film dauert etwas über 130 Minuten, was an sich gar nicht schlimm ist. Allerdings sind sie nicht immer gut verteilt. Ab einem gewissen Punkt ist alles etabliert und ein bisschen später geht es dann auch wirklich richtig ans Eingemachte. Und da wird der Film wirklich, wirklich klasse. Bis dahin, muss man hart sagen, zieht er sich etwas. Und Evans hat, komme ich auch gleich zu, warum das trotzdem gar nicht so gravierend ist. Aber ich weiß nicht, ich hatte mal erst angefangen, den Film zu gucken und hatte aus zeitlichen Gründen gar nicht geschafft, ihn weiterzuschauen, hatte dann doch mal von vorne begonnen. Und fies gesagt, die erste Stunde, wir haben einiges natürlich an Exposition, die notwendig ist, und bei einigen hat man wirklich das Gefühl, da kommt wenig Neues, wird einem da gerade wirklich offenbart. Wir kriegen ziemlich schnell Quinn und Frank zu Gesicht und natürlich auch den Malcolm Howe, den Anführer der Sekte, den Propheten, wie auch immer. Das mit den Blutopfern ist ziemlich schnell etabliert. Einige andere Riten und auch einige andere Charaktere, die im weiteren Verlauf auch noch wichtig werden, sind auch schnell etabliert. Und man weiß eigentlich, worum es geht. Und dann zieht es sich noch ein bisschen, bis es dann wirklich an einen Punkt kommt, wo Sachen in Bewegung kommen. Und das muss man schon sagen, es ist ein bisschen schade, weil gerade so hat man vielleicht das Gefühl, die Sets sind schön designt, die Atmosphäre kommt wunderbar rüber, aber irgendwo hat man das Gefühl, Evans möge doch mal zum Punkt kommen. Also man hätte locker 10, 15 Minuten vielleicht rausnehmen können aus dem Film, gerade aus der ersten Stunde,
ohne da, oder, ersten Stunde, ersten anderthalb Stunden, ohne dass da wirklich ja, irgendwas gefehlt hätte. Und dass man sich hier ein bisschen zu viel Zeit genommen hat, ist ein bisschen ärgerlich. Ist im Endeffekt aber auch gar nicht so unendlich schlimm, denn der Film schafft es natürlich, erstmal ist er natürlich hervorragend gefilmt. Das, die Landschaften sind wunderbar, das Set-Design, man fühlt sich wirklich, ich sag mal, 100 Jahre in der Zeit zurückversetzt. Das wirkt sehr authentisch und ja, dementsprechend ist auch diese, ja, unterschwellig bedrohliche Atmosphäre, dass mit dieser Sekte irgendwas seltsam ist, das ist von vornherein klar. Aber ne, was da jetzt genau noch hintersteckt, was, wohin das führt und so, das ist schon spannend gemacht. Hm? Von daher, das Ganze, wie der Film inszeniert ist und so, das wirkt wunderbar, aber ja, es täuscht etwas drüber hinweg, dass der Film ein bisschen sehr lahmarschig ist, wenn es darum geht, ich sag mal, wirklich im zweiten Akt ein bisschen, ne, den Turning Point zu erreichen, wo es dann sich Richtung Ende mal entwickelt. Das haut ein bisschen rein. Also, es ist nicht mal. Ich will gar nicht zu lange über das Thema reden. Wie gesagt, es ist am Anfang ein bisschen, zieht der Film sich etwas und die schönen Bilder und die gute Atmosphäre machen da einiges wett. Allerdings auch nicht alles. Das ist eigentlich schon das, was man ja als Hauptkritikpunkt nennen muss. Der Rest, dass nicht jeder Nebencharakter bis ins kleinste Detail ja, super durchdacht ist und super, ja, super tollen Background hat. Wir haben hier die jungen Liebenden, die natürlich in so einer Sekte keine Chance haben. Es ist klischeehaft, ja. Die Charaktere sind letztendlich für eine gewisse Entwicklung notwendig. Ja, bieten aber jetzt auch nicht so unendlich viel. Gut, könnte man auch noch kritisieren, dass ein paar Nebencharaktere halt wirklich blass geschrieben sind. Aber die Hauptcharaktere, gerade hier Dan Stevens als Thomas Richardson, so rum. Nicht nur, dass der Charakter gut geschrieben ist und auch wirklich eine dunkle eine problematische Vergangenheit hat, ja, man hat das Gefühl, hier ist jemand, haben wir auch erstmal als Protagonisten einen Charakter, der wirklich ja, nicht schwarz-weiß ist, beziehungsweise nicht nur eins oder das andere, sondern wirklich in Grautönen angelegt ist, mit einer gewissen Tiefe angelegt ist. Und Dan Stevens spielt das auch großartig. Auch Michael Sheen als Malcolm Howe, der Sektenführer, ist gut geschrieben, ist eine interessante Figur und ja, auch nicht ganz so passt auch nicht ganz so in ein Schwarz-Weiß-Schema rein, wie man es vielleicht aus anderen Filmen kennt. Es macht natürlich einiges her, dass hier die wichtigen Player, nenne ich es jetzt mal, wirklich gut geschrieben sind, interessante Charaktere sind und auch sehr gut gespielt werden. Ne? Wie gesagt, allen voran hier Michael Sheen und Dan Stevens. Ja, deswegen großartig gespielt. Und gut geschrieben, in vielen Punkten sehr atmosphärischer Film. Geht natürlich am Ende, wenn es sich ein bisschen steigert, wird es natürlich auch an einigen Stellen mal Gareth Evans typisch, ja, ziemlich brachial. Hier ersetzt nicht auf billige Schocks, das ist auch ein großer Pluspunkt des Films, dass wir hier keine billigen Schocks haben, sondern wirklich eine beunruhigende Atmosphäre, die sich permanent durch den Film zieht und ja, sich auch gut steigert. Und ja, am Ende gibt es dann trotzdem ein bisschen brachiale Action, auch einige ein bisschen heftigere Szenen, die, muss man auch sagen, sicherlich manch einen Zuschauer gar nicht mehr so sehr schockieren werden, aber sind auch schön in die Handlung eingebaut. Also man hat eher das Gefühl, dass hier selbstzweckhaft Gewalt eingebaut wurde, um zum Beispiel jetzt die The Raid-Fans zu befriedigen, die dann sagen, ein Horrorfilm, na gut, ach Gott, 1905, Atmosphäre, bla, ich will Gewalt sehen. Die Szenen sind nicht eingebaut, weil sie ja, irgendwo welche Sensationslüste befriedigen sollen, die passen, aber sind wirklich durchaus ja, auch nicht unwichtig für das, was passiert. Dass Evans das natürlich auch drastisch zeigt, gut, wie gesagt, er ist da durchaus auch kompromisslos, was dem Film aber hier an der Stelle auch nur zugute kommt, denn das jetzt noch runter zu skalieren, nett zu machen, auf PG-13 runterzuschrauben, wäre es jetzt ein Kinofilm, es hätte den Ganzen sehr starken Abbruch getan. Naja, deswegen, ja, Filme, die auf Netflix erscheinen,
ist ja immer eine Mixed Bag. Es gibt wirklich, wirklich gute, es gibt wirklich, wirklich schlechte und es gibt viel Einheitsbrei. Apostel ist alles außer Einheitsbrei. Wie gesagt, Period Piece Horrorfilme haben wir nicht so unendlich viele, vor allem auch nicht unendlich viele wirklich gut gemachte. Und dass Evans weiß, wie man einen Film inszeniert, das sollte man inzwischen mitgekriegt haben. Der Film ist atmosphärisch, er ist kompromisslos. Leider halt großartig geschrieben, großartig gespielt und audiovisuell natürlich erste Sahne. Das alles hilft dann auch, über die wirklich einzig große Schwäche des Films hinwegzutäuschen, dass er so im ersten Akt und teilweise im zweiten ein bisschen redundant wirkt an einigen Stellen. Dass er manche Punkte, ich sag mal, sehr wiederholt, um klarzumachen, es ist so. Und ich sag's mal so, die meisten Leute dürfen es beim ersten Mal verstanden haben. Er weckt natürlich auch einige Erinnerungen an The Wicker Man, der Film. Vielleicht hier auch für Gareth Evans das große Vorbild gewesen, seine eigene walisische und etwas kompromisslosere Variante vom Wicker Man zu inszenieren. Ist ihm auf jeden Fall gut gelungen. Von daher, wie gesagt, Apostel, guter Film, schaut ihn euch an. Lasst euch ein bisschen von dem Audiovisuellen und der Atmosphäre in der ersten Hälfte des Films, lasst euch da ein bisschen von, ja, berieseln, während es ein bisschen sich zieht. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Film bis zum Ende weiter zu verfolgen dann. Auch wenn es zwischendurch ein bisschen wirkt. Na gut, ich bin an der Stelle durch. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked und teilt und vielleicht auch meinen Kanal abonniert und dann das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also, bis dann.